Chips. So. Ein bisschen gemütlicher hinsetzen hier. So, und damit wieder einmal wunderschönen guten Abend. Oder für die Leute, die es in YouTube sehen, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich hatte einfach mal heute Abend noch mal ein bisschen Bock, was zu streamen. Ich weiß noch nicht, inwiefern ihr da mit dabei seid. Mal kurz überprüfen alles. Okay. Einen Moment. Musik ist wieder sehr laut. So. Ich weiß noch nicht genau, was wir heute machen wollen. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir da hinten ein bisschen weiter bauen. Ich muss auf jeden Fall mal Optifine wieder drauf machen, damit ich hier zoomen kann wenigstens, weil das brauche ich irgendwie. Ansonsten weiß ich nicht, was heute noch so abgeht. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Auf jeden Fall gehe ich erstmal wieder in Peaceful. Also wir sind ja letztes Mal gestorben und so weiter und ich renne jetzt nicht nochmal dahin und versuche das mir jetzt zu holen. Was haben wir da? Haben wir nichts, alles klar. Ich werde jetzt einfach erstmal wie gewohnt weiter heiter. Nein, brauche ich nicht. Ach egal. Hier weg. Bauen und dann, ich weiß nicht, ob ich es offscreen mache oder vielleicht werde ich es sogar noch nachher noch machen. Mal ein bisschen suchen bzw. gucken, wo wir überhaupt jetzt nehmen wir kurz alles mit. Nehmen wir nochmal das mit, sicherheitshalber, und davon noch ein bisschen was. Ruhe. Wo wir denn mal das gute Holz finden. Also ich werde jetzt erstmal vielleicht ein bisschen voranbauen, vielleicht brauchen wir das Holz nicht. Was ich mir da vorgestellt habe. Auf jeden Fall können wir schon mal, ich sag mal, den Außenbereich können wir auf jeden Fall schon mal machen. Das heißt, wir setzen hier schon mal, was nehme ich denn am besten? Ach komm, dann nehme ich mal kurz hier. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal alles hier wegpacken. Und das dazu. Dann fangen wir jetzt erstmal an und bauen hier. So. Boah, könnte man noch. Oh, gäbe es so in so. Weil jetzt würde es hier richtig gut passen, wenn man dann hier so quasi einen Erdblock noch hinmacht. So einen Erdblock hinmacht, der nicht bewucherbar ist, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht so diesen. Man kann doch jetzt hier so einen Mischmasch aus Kies und Erde machen. Und dann hier irgendwie so eine Art wie Wurzeln noch rausragen lassen auf allen Seiten. Das wäre irgendwie noch richtig cool. Machen wir den so oder machen wir den. Machen wir gerade mal dahin, dann packen wir nochmal hier. So. Dann packen wir nochmal hier. So. Und packen wir das jetzt hier einfach mal. Ich würde sagen, gerade so hier direkt an die Kante. Dann packen wir hier nochmal die Holzart hin, quasi, dass auch den Baum mal gefällt hat. Können wir eigentlich auch nochmal länger machen. Machen wir gerade mal hier nochmal kurz. Zack, zack, zack. Warum so hoch, sieht man gleich. Setzen wir mal hier mal hin. Oder wird das doch zu hoch? Nee, wobei, das geht schon. Das sind einfach mehrere Baumstämme, die aufeinander gestapelt sind. Was auch noch wichtig ist, vielleicht, das wird man später vielleicht mal ein bisschen raushören. Muss mal kurz hier den hinsetzen. Das lasse ich erstmal kurz so. Hier drüben werde ich dann auch nochmal was hinbauen, vielleicht, wo man dann vielleicht hier. Ich weiß noch nicht. Was könnten noch Holzfäller gebrauchen? Puh, weiß ich gar nicht. Naja, sehen wir dann später. Jedenfalls hole ich nochmal die Schienen, damit wir die dann. Die Stämme an dem Boden festballern können. Das vielleicht nehme ich gerne mit. Wobei wir das eigentlich überhaupt nicht brauchen, aber. Doch, vielleicht haben wir eigentlich jetzt hier mittlerweile so ein.
Aber das ist eigentlich. Boah. So einer hat sowas? Nee. Nee. Schnarrt mich nicht so an. Hallo? So. Ja, du mich auch. Hallo? Jemand? Oh, Alter! Ah, der hat das. Ah, sehr schön. Sehr schön. Also da können wir unsere Emeralds her. Was hast du so? Volle. Alles klar. Dann sammeln wir das doch mal fröhlich ein. Achso, das war der Baum. Ich dachte schon, warum habe ich denn hier den Stamm so unpraktisch platziert? Habe ich dich schon gehabt? Ja, wahrscheinlich. Gut. Würde ich sagen. Was habe ich hier noch so drin? Ja, da hatte ich ja nur Klumpatsch drin. Ja. Brauche ich erstmal nicht. Gut, dann erstmal wieder richtiges Werkzeug machen. Nach unserem kleinen Schlamassel beim letzten Stream. Ja. So, das können wir ja drin lassen. Eigentlich brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay, nehmen wir erstmal alles. Machen wir auch mal sicherheitshalber mal ein paar Sticks mehr, denn Schaden tut es uns nicht. Das nicht. Wir brauchen erstmal zwei Spitzhacken. Wir brauchen erstmal eine Axt. Ja, wobei wir können uns zwei auch machen. Was brauchen wir denn noch so? Braucht der. Das ist jetzt mal eine. Das ist eine Überlegung wert, glaube ich. Braucht der Holzfäller seinen eigenen kleinen Garten, sage ich jetzt mal, wo er sein eigenes Zeug anbaut? Weil ich, also ich, wenn ich jetzt an Holzfäller denke, denke ich an eher so, also jetzt gerade so in unser Setting von unserem Dorf hier, würde ich eher das so in so eine Liga setzen, wo, boah, wo er eher so einen ärmlicheren Status hat. Deswegen, vielleicht baut er sich ja auch separat was Eigenes an. Nun ist die Frage, wie wir das ungefähr hin. Ich glaube, das könnte man dann hinter das Haus setzen. Nur wie. Also auf jeden Fall Schaufeln mache ich nicht aus Eisen, dafür ist mir zu wertvoll. Und das wird ja auch mit Stein auch schon extrem schnell abgebaut. Deswegen, pff, warum Eisen verschwenden, wenn man das auch so machen kann? Bams, 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 Bams. Ein bisschen sortieren muss schon sein, weil sonst komme ich hier nicht mehr klar. Ein, zwei Truhen können wir drüben gebrauchen. Wahrscheinlich jetzt nicht alle vier, aber ist jetzt auch egal. Das hier. Und ich denke auch mal generell, warum habe ich das Zeug drin? Hier habe ich das Zeug drin. Denn ich denke mal, ich werde das Zeug nicht bei dem Holzfäller brauchen. Können wir hiervon irgendwas nehmen? Rot sieht nicht gut aus, weiß wird nicht passen. Allerhöchstens könnten wir das mal vielleicht irgendwo testen, ob wir das irgendwie benutzen können, aber ich glaube fast nicht. Okay, dann würde ich aber sagen, packen wir schon mal das Eisen wieder weg, weil brauchen tun wir dies auch nicht. Können wir Schwarz irgendwie gebrauchen? Nee, glaube ich nicht. Ich nehme mal sicherheitshalber mal so ein Viertelstack Erde mit. Weiß nicht wofür, aber sicherheitshalber. Ach, genau. Oder? Ja, wir nehmen mal ein bisschen mehr Zeug mit. Oder beziehungsweise, wir machen uns mal mindestens mal ein Stack. Dann packe ich das wieder hier rein. Wir machen uns mal ein Stack von diesem komischen, von dieser komischen Erde. Wie geht denn das? Ich habe es irgendwie mal gelesen, irgendwo mal gesehen. Ich glaube so. Ah, perfekt. Oh, man kriegt. Ne, warte mal, das war ein Stack Dings und ein Stack das, okay. Also man kriegt im Prinzip dieselbe Menge raus, nur halt dann jetzt in dem Modus. Haben wir jetzt also zwei Stacks. Ich dachte, man würde vielleicht nur die Hälfte rauskriegen wieder. Gut. Ja, im Prinzip ist es eigentlich nur halt den Kies umändern, weil Kies ist ja schon mal deutlich wertvoller als das andere Zeug. Mir gefällt auch nicht wirklich, dass wir so weit hier vorne sind, muss ich dazu noch sagen. Jetzt habe ich keine normale Erde mitgenommen. Egal. Wir können es ja zum Glück jetzt hier gerade bei dem Problem, hier können wir das ja ausgleichen, sage ich jetzt mal. Indem wir. Ich würde, glaube ich, die komplette Fläche, die wir hier verbaut haben, würde ich, glaube ich, jetzt nach hinten gehen sogar. Weil es ist mir zu nah am
am Rand von dem Hügel. Weil ich würde gerne mal so einen Pfad links und rechts weggehend machen, wo dann halt quasi der Holzfäller hinten hingeht, um dann. Ach, ich hab die Schienen vergessen, verdammt. Der einzige Grund, warum wir überhaupt losgegangen sind. Scheiße. Gehen wir mal drei zurück, gucken mal, wie das aussieht. Demzufolge machen wir vorne wieder drei zu, damit wir auch wissen, wie die Grundfläche war. Bam, 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 bam. So, das war das. Hier machen wir noch Kies hin. Das habe ich natürlich jetzt auch nicht dabei. Oh, hier fehlt noch ein Slab. Okay, das ist gut zu wissen. Ein Slab, vier Kies. Dann nehmen wir vielleicht ein bisschen mehr mit. Ich würde schon fast sagen, dass wir das hier nochmal vielleicht wegbauen oder anders da machen. Und ich muss sagen, der Stapel ist mir sogar fast schon zu hoch. Dann müssen wir den Wenn schon irgendwie hier unten nochmal hinlegen oder so. Aber der ist mir hier oben, für hier oben sind wir zu hoch. Da muss ich irgendwas so einzelne Stämme hinlegen. So. Auch von verschiedenen Arten könnten wir vielleicht hier oben hinlegen, sodass halt so die Vielfalt oben hingelegt ist. Also wenn halt eben der Holzfäller seiner Kundschaft bedienen muss, falls sie eben, ja, wobei also Kunden jetzt zu ihm kommen würden. Egal. Dann sieht man, wenn man hier oben steht, okay, der hat das Holz schon gefällt oder hat das hier angelegt, das hier an, also hier noch eins angelegt, dann hier noch eins angelegt oder auch mehrere hier angelegt und so weiter. Dann würde ich gerade sagen, ist es jetzt hier genug Platz? Ich würde sagen, ja. Geht der hier? Warte mal, hier ist eigentlich die. Ist hier die Wand dann schon oder mache ich das so klein, dass es quasi hier der Baumstamm steht? Ich würde fast sagen, in der Hinsicht zu, in der Hinsicht, also quasi, dass ich quasi hier die Mauer hinmache, aber in der Hinsicht hier die Mauer hinmache. Heißt, nein, ist schon. In anderen Worten, wie habe ich es gesagt? Hier dicht, aber hier so. Also quasi so hinsetze. Ein bisschen kleiner in der Breite, also in der. In der Länge, sage ich jetzt mal, in der größeren Strecke. Und ja. Dann haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall hier den Boden dicht mit dem Krams. Womit ich auch einverstanden bin. Und ich glaube jetzt, ja, also ist eigentlich angenehmer. Ist zwar quadratisch jetzt. Egal. Ich würde es gerne so ein bisschen rechteckig haben. So, und dann so. So. Kann ich eigentlich auch schmale. Ich überlege gerade, ob ich hier quasi so eine Art L reinmache. Aber dann müsste ich quasi das hier wegmachen. Und dann hätte ich hier quasi nur so einen Dreiergang. Und da links und rechts schon die Mauer ist. Nee, das sieht scheiße aus. Ich denke halt jetzt schon komplett anders, weil ich halt schon so viele, okay, sind jetzt nicht so krass viele Stunden, aber halt schon so ein paar Stunden halt in Life in the Woods gesteckt habe, weswegen ich jetzt so ein bisschen schon, setzen wir mal alles hoch, weswegen ich halt schon leicht anders denke als im normalen Minecraft. So, an sich ist es jetzt hier soweit in Ordnung, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Ich denke mal, ich kann den unteren Teil kann ich auf jeden Fall mit Cobblestone machen. Ich denke mal, das geht. Ist ja so wie bei manchen anderen, aber egal. So. Dann hier würde ich sagen, kommt dann hier die Tür hin und hier ist dicht. Ist ja eh komplett außerhalb der Maße. So. Genau, was ich noch vorhin noch sagen wollte, also falls es, ich weiß nicht, ob jetzt schon ein Lied kam, was vielleicht das schon gezeigt hat. Ich habe ein bisschen noch die Playlist, also die Musik-Playlist, ein bisschen umgeändert. Ja, mal gucken, ob es so gut ist, die Playlist. Was man vielleicht rausnehmen sollte und was nicht. Beziehungsweise halt, was halt drin bleiben sollte. Okay.
zweiten setzen. Jetzt die Frage, sieht es vielleicht besser aus, wenn man hier zum Beispiel dann vorne einfach mal sagt, okay, komm, wir ballern jetzt hier die zwei hin, sodass quasi samt der Wurzel quasi rausgezogen ist. Lassen wir das mal so stehen, vielleicht sieht es ja gut aus. Vielleicht auch nicht. Sieht bei mir meistens immer so aus. Eher nicht. Setzen wir die einfach mal so hin und ballern mal hier so, zack. Machen wir noch einen länger. Da ist auch okay. Dann würde ich hier unten gerade mal noch in der Länge hier, hier so, dann zack, 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 nee, so. Wobei, so wäre 3D-Effekt, aber das sieht man halt leider nicht. Dann, nee, warte mal, das wollte ich gar nicht, ich wollte das andere Holz lieber machen. Weil hier auch deutlich mehr von dem normalen Holz ist, würde ich auch dann tendenziell quasi so dem Kunde, also dem der Optik her weiß machen, dass halt er auch dann natürlich auch dementsprechend viel mehr von dem Holz gesammelt hat. Gefällt hat, whatever. Wir könnten eigentlich dann auch noch hier so machen. Dass man so sieht, okay, vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch ein großer Stamm. Kann man ja auch irgendwie sich vorstellen, vielleicht. Ich hätte ein Bett hier mitnehmen sollen. Wobei ich nehme eins von diesen No-Name-Wohnungen, nehme ich mal so ein Bett mir raus. Hier, du hast doch bestimmt ein Bett. Verdammt. Aber du hast ein Bett. Wobei du bist schon das perfekt dekorierte Zimmer, deswegen lasse ich das mal bei dir, aber dich nehme ich mit. Gafft euch doch gegenseitig an, wenn ich nicht da bin. Mann. So, dann gehen wir mal jetzt kurz hier hoch, stellen das Bett da rein, damit es schon mal wenigstens Deko hat, obwohl er noch nicht mal Wände hat. So gehört sich das nämlich. Immer Deko vor dringenden. Ah, okay. Dringenden. Nicht A, so. Ja, dringenden Sachen halt, ne? soll ich das vielleicht. Ich sollte eigentlich die Erde. Also, es ist eigentlich jetzt Pimmelei, wollte ich ja sagen. Wer ist das eigentlich? Peinlichkeit. Also so detailliert und so genau wie möglich und sowas, so penibel, genau sowas. Weil er zieht sie ja quasi aus dem Wald hierher und da ich den Wald ja hier riesengroß machen werde, beziehungsweise versuche noch größer zu machen, müsste auch dann die Erde halt da sein, weil er zieht sie ja von da hierher und nicht von hier hinten nach da. Verstehst du, was ich meine? Es ist aber nur halt, ne, Detail. Kann keiner mehr was anhängen. Dann sollte ich mal gucken, vielleicht, dass ich. Oh, nee, nicht. Wobei, wir könnten gerade noch ein bisschen Holz davon gebrauchen. Dann hauen wir mal kurz den Baum weg. Nicht nur halt wegen dem Holz, sondern auch wegen den Setzlingen. Denn die bräuchten wir halt, um den Wald auch ein bisschen größer zu machen. Damit es hier nicht jetzt so die ganze Zeit so komisch aussieht. Und dann dementsprechend kann ich mich auch halten daran. Weil ich will jetzt halt den Wald vielleicht schon mal dann im Bereich des Holzfällers so weit fertig machen. Aber ich wüsste gerne so einen Trick, wo man halt so auch größere Bäume, so wie der hier da, oder der da, gezielt machen kann. Ich habe leider noch nicht irgendwie sowas in der Art schon mal gesehen oder gefunden. Ich kann schon mal derzeit, während ich laber, ein bisschen Schienen, Kies, ein Dingslab. Genau, und hier wollten wir eigentlich so, dann geht es hier so entlang, so zack, 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 zack. Was macht er hier? Ach genau, wir wollten hier hinten noch so einen kleinen Garten machen, genau. Hast du gut gemacht. Beinahe hätte ich es wieder vergessen, aber dank dir ist es mir wieder eingefallen. Fühl dich auf die Schulter geklopft. So. Aber ich glaube, wir nehmen ein bisschen mehr Kies mit, falls wir vielleicht noch irgendwie in den Weg irgendwie noch weitermachen oder sonst irgendwas. Oder ein Creeper kommt und uns wieder die Bude weghaut. Haben wir nicht da drin irgendwas noch gehabt, was wir brauchen könnten? So viel Glas brauche ich eh nicht, deswegen packen wir mal das wieder alles rein. Wir bauen aber nicht solide bei dem einen, wir bauen halt nur so Scheiben ein. So dünne Scheiben, die kaum Wärme drinnen halten.
damit es auch alles reinpasst. Ich weiß noch nicht mal, ob wirklich auch das Haus heute zu Ende bauen will, weil ich hänge immer noch an dieser Idee, an diesem Grundrezept, Grundkonzept, na komm, sag doch, dass da halt eher dieses Fichten, oder das war doch Fichtenholz, wofür das bezeichnet wird, oder? Das Dunkle halt, dieses, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Spruce wird, heißt es, glaube ich, hier auf Englisch. Ich gucke immer diese Truhe rein, obwohl ich irgendwie jedes Mal dann, während ich sie öffne, schon weiß, ja, da ist ja eh nichts dran. Und nächstes Mal, bam, 10.000 Goldbarren. Ich muss mal hier warte mal, soll ich hier noch so vielleicht? Was ich sagen wollte halt, weil ich habe schon wieder die Schienen vergessen. Aber pst, hat keiner gesehen. Nee. Aber egal, wir brauchen eh noch hier. Ich würde dann hier nochmal wieder diese Fußmatte quasi hinmachen. Ich würde, glaube ich, hier einfach Erde lassen, komplett. Gut. Also wir holen uns nochmal so drei sauberen Stein. In Hälfte geschnitten. Und. Aber sind davon welche hier drin? Nein, natürlich auch nicht. Ja, vielleicht könnte dieses eine Material da drin sein. Und dann nachher, wenn ich irgendwie Birkenholz brauche. Nee, das ist da bestimmt nicht drin. Ah, schön. Schienen. Haben wir überhaupt wirklich Schienen? Das weiß ich gar nicht. Und wenn, dann haben wir sie doch bestimmt nicht hier. Ich habe keine Schienen. Also müssen wir Schienen machen. Dafür bin ich mir aber zu geizig. Fläche. Warte, wo kommt man da hin nochmal? Ich glaube, von hier kommt man da hin. Ich glaube, ach nee, das habe ich jetzt schon mittlerweile so verbunden, dass beide das hier sind. Von beiden da hinkommt. Dann hier. Nee. Hier? Habe ich nicht extra den Weg noch breiter gemacht? Ach, da hier. Guck mal, pass mal OP. Ich sollte echt mal gucken, dass ich vielleicht hier das mal so mache, damit ich weiß, okay, hier geht's zum. Du weißt schon. Dass ich dann hier einfach mal hier. Oh, upsa. So, und das war hier, dann da. Dass man weiß, aha, hier ist es anders, hier geht's dahin, wo ich eigentlich hin will. Und das ist die Fackel zurückbringen. So, jetzt können wir da hingehen, wo ich eigentlich hingehen wollte, und das ist, aber da muss ich noch zumachen. Ich wollte gerade nach links dort lenken. Upsa, Entschuldigung. Passiert nie wieder. Alles noch Baustelle hier. Tatsächlich, ich hatte, ich habe ich keine Schienen gefunden. Das ist ja mal ein bisschen Scheiße. Warte mal, die Anordnung gefällt mir gerade nicht. Das ziehe ich mal gerade durch, weil ich auch die Truhen gerade dabei habe. Bam, 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 bam. Ich wollte gerade sagen, ja, wenn ich die jetzt nicht mehr dabei hätte, dann wäre ich ausgeflogen. Aber ich habe alles dabei. So, parken noch. Hier jeweils noch eine hin. Was weiß ich, was ich hier alles herholen will, irgendwie. Keine Ahnung. Die zwei sind zu viel. Ich sehe es doch ein. Die kommt da hin. Nein, Quatsch. Hälfte, Hälfte. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Was habe ich sonst noch hier? Rotten Flash. Kann ich jetzt hier unten eigentlich sammeln? Hier unten ist immer der Punkt für Monsterkram eigentlich. Im Prinzip könnte ich jetzt eigentlich wieder hochgehen. Keine Schienen da. Das ist natürlich scheiße. Aber müssen wir mit leben? Du willst Papers. Oh, was krieg ich dafür? Schatten, das ist doch. Ach stimmt, das ist alles auf Englisch, ne? Ja, okay. Was hast du? Fleisch ohne Ende. Okay. War doch das mit Verzauberung? Ne, einfach nur blöd. Blöd und stinkt normal. Was hast du?
Ach, du bist der Wolle-Heini. Gut, wir haben keine Schienen, wir könnten es halt so. Und wir haben auch eigentlich genügend Eisen, deswegen wäre es jetzt auch nicht tragisch. Aber ich will nicht. Das noch raus, das machen wir hin, wir machen Holz, komm. Dann bauen wir an dieser Ecke noch hier das da. Zack. Weißt du was, wir machen es mal so. Wir machen das Haus jetzt erstmal so weit fertig, wie es am Ende sein soll, aber ersetzen es dann später das Holz. Das heißt, wir machen erstmal hier das normale Holz rein. Das können wir jederzeit dann rausreißen. Damit das Haus halt wenigstens erstmal steht und fertig ist, bevor wir halt hier 15 Mal an dem Haus, an dieser Ruine von Haus, vorbeirennen und uns immer sagen, ja, wir müssen noch Holz finden, dann können wir es fertig machen. Das will ich nämlich nicht. Nicht. Deswegen machen wir hier gerade. Upsa. Oh Gott, hier so. Brauchen wir vielleicht noch irgendwann. Es ist halt natürlich voll in einem Matsch, weil der Boden halt so ist, aber ist mir jetzt erstmal egal. Ich würde sagen, wir machen uns hier ein Fenster 2. Ja, kann man lassen? Ja, dann sieht man halt, wie es da runterläuft. Und dann vielleicht nochmal hier genauso dasselbe. Kann man so ein bisschen so die City sehen. Da oben könnte man vielleicht so ein Oberlicht reinmachen, aber ich glaube, das wäre jetzt wieder zu krass für jemanden, der eigentlich arm sein sollte. Wie sieht denn die Tür aus in dem Modus nochmal? Das passt nicht rein. Generell, das ist ja auch viel zu hell eigentlich für hier. Wir müssen dunkel denken. Dunkel. Dunkel. Man kann keine Türen aus Stein machen, gell? Ich vermisse jetzt schon die Carpenters-Mod. Hilfe. Aber schon mal hier. Zack. Zack. Und bevor es mir jetzt wieder zu dunkel. Los! Ja, man könnte mal vielleicht wenigstens noch eins hier reinmachen. So. Ne, hier mache ich nichts hin. Oder? Aber dafür muss ich eins von den, dann mache ich hier die Seite komplett zu. Aber das ist dann einfach wirklich zu offen. So ein Fenster hier hin. Kommt so rein, kann dann hier so rausgucken zur Stadt, kann dann hier rüber gucken, wo dann halt seine Baumstämme liegen und vielleicht auch so ein Teil seines Feldes hier so sehen kann. Wird ja auch kein großes Feld, wird einfach nur so, wo vielleicht ein Weizen angebaut ist, eine Karotte und eine Kartoffel, sowas. Aber ist auch bestimmt dunkel genug, komm schon. Jawohl. Nun machen wir. Was braucht denn der Kollege noch? Eigentlich braucht er halt noch so einen Bilderrahmen, wo wir den hier hinballern können. Dann ist da so eine Axt halt drin. So richtig typisch. Hier ist Holzfällerhütte. Oder vielleicht machen wir die hier draußen nicht als Warnsignal, sondern als so, je, Leute, hier gibt's frisches Holz. Frisch aus dem Wald. Warum hängt denn eine Fledermaus? Ach ja. Hier haben wir teilweise so gebaut und teilweise ist hier noch. Ne, das war hier drüben, ne? Keine Ahnung. Irgendwo war ich auf jeden Fall zu. Und hier haben wir den Fluss. Hier weiß ich noch nicht, inwiefern wir das. Ob wir das machen und wenn ja, wie, wo und wann. Sehen wir dann. Hey, hat's geheimt. So. Gehen wir von der Seite hier rum, also dass wir auch so hier unsere Fährten quasi hier. Ich finde das geil. Das sieht schon auf jeden Fall gut aus. Für Dekoration und sowas ist auf jeden Fall dieses Material, Baumaterial, extrem gut geeignet. Ach, warte mal, jetzt habe ich wieder völlig die Setzlinge vergessen. Die sind wahrscheinlich alle gedespawnt. Das ist natürlich jetzt blöd. Egal, dann bauen wir uns einfach nochmal separat. Einen Baum oder hauen einen Baum weg.
Den hier, der hübsche hier. Unser Holz eh gerade wieder wenig. Dann lassen wir den jetzt hier mal sich selbst zerpflücken. Und gucken gleich wieder da rein. Wie machen wir das Dach? Machen wir das jetzt so typisch wie bei den anderen jetzt bisher, wo immer die Dächer halt. Also halt jetzt nicht auch hier in diesem pur Stein, sondern ich habe mir vorgestellt, so Cobblestone mit Holzslabs, aber halt dann eigentlich das andere Holz. Aber da wir jetzt das Holz noch nicht haben, würde ich sagen, halt die Holzslabs, also die Standardholzdinger. Ist ein Plan, mit dem kann man auch leben, muss man aber nicht. Stimme ich auch zu. Na, warte mal, so. So. Ich kenne mich doch, ich fahre gleich wieder runter. Steinkranz außen, Steinkranz eher innen gehalten. Ich glaube fast. Wir machen mal kurz so, dann machen wir hier so. Der Counter beginnt. Eins. So. So und leer. Kein Ding, wir kommen daran. Machen wir gerade mal 30. Ich denke mal, das wird jetzt vielleicht aber fürs Erste reichen, bitte. So. Jawohl, beide gecatcht. So gehört sich das. Oh, natürlich, oder? Nee, doch beide gecatcht, ja, wie gewollt. Und ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt hier voll den Fail? Warum habe ich hier Holz hingesetzt? Aber das war doch so gewollt. Nee, jetzt richtig. War eigentlich dumm, weil jetzt muss ich noch hier das ansetzen. Das heißt, wir müssen jetzt so gehen und dann hier. Eigentlich können wir auch genauso gut dann auch Ganze nehmen, für das Ding zumindest. Bam, 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 bam. Oder lassen wir da die Balken durchschauen? Ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, wir lassen es erstmal so. Dann hier wieder bam, bam. Bam, 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 bam. Oh. Okay, hat nicht gereicht, um zwei Stück. Ach, du bist doch ein. Ich überlege gerade, weil generell sind die Ecken eigentlich. Ist mir zu eckig. Ist mir einfach zu eckig. So. Das sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich keinen Bock habe, neue Slabs zu machen, sondern wird so oder so eh übrigens was. Nummer 2. übrig bleiben. Nur ich bin am Überlegen. Ah, da habe ich noch nicht gemacht. Beine runtergefallen. So. Ne, noch einmal. Und schon wieder meine Dings vergessen. Ja, wie machen wir das? Machen wir das jetzt so Steine hier in der Mitte? Nee. Einfach mal so. Kurz gucken, wie das aussieht oder nach was das aussieht. Also dann hier im Umkehrschluss muss dann hier das dahin, muss dann hier das dahin, muss dann hier das dahin. Und das dahin. Heißt dann für das hier allerdings, dass ich dann quasi hier Bams, 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 Bams und dann einfach nur hier in der Mitte noch. Würde ich dann gleich hier abbauen, aber ist mir jetzt egal. Denn mein Glück. Ist das so in Ordnung? Also natürlich wird dann halt das ganze Holz wieder ausgetauscht gegen das dunklere. Wir müssen auf jeden Fall dann das nächste Mal in die Richtung laufen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Weil, ey, da drüben. Irgendwie, keine Ahnung, ich die Karte auf maximale Größe gemacht und ich habe nur auf der Karte hauptsächlich Sand gesehen. Also, was ist denn das bitte?
Okay, von hier oben wäre es theoretisch fertig. Diesmal war es gewollt, dass ich runterfalle. Sieht auch echt in Ordnung aus. Von innen die Eckpfeiler, also das in der Mitte gefällt mir. Da könnte man vielleicht. Ja, Dankeschön, dass du so kooperierst. Dass das jetzt hier ein Muss ist, ein gezwungenes Muss ist. Brauchen noch eine Tür. Die Tür könnten wir theoretisch vielleicht normal machen. Wenn dann halt dann hier das dunkle Holz ist, könnte das vielleicht sogar gut hinkommen. Und dann. Ja. Guten Abend, Minecraft-Gamer. Und nee, das ist ein Singleplayer-Server, wo ich quasi erstmal so für mich selber baue. Also dafür ist es noch nicht so vorgesehen. Tut mir leid, dich so zu vertrösten. Nun holen wir uns noch Kohle, weil wir brauchen Fackeln. Vielleicht machen wir uns auch zwischendurch nochmal auf die Reise und suchen wir nochmal das Holz, weil nee, das geht gar nicht klar. So, so, so. Dann brauchen wir noch. Ach, genau da. Das wollte ich auch noch machen. Und zwar brauche ich davon zwei. Bams, Bams, Bams. So, dann brauche ich noch Folgendes. Haben wir überhaupt noch was übrig? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch schon wieder Ewigkeiten. Oder habe ich es bisher überhaupt angebaut? Oder gebraucht? Ja, habe ich schon gebraucht. Für den Marktplatz habe ich das mal gebraucht. Ach, fuck. Sind schon welche da? Dann ist doch egal. Dann auch davon eine mitnehmen. Da wir davon eh nur eins brauchen. Zack, weg mit. Dann packen wir die hier und nehmen dann die angelutschte. Oh, hier fehlt Holz. Was hier wohl nur passiert ist. So. Fackeln haben wir jetzt ja auch wieder. Dann können wir auch noch hier nochmal gut ausleuchten. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch holen. Das habe ich schon wieder vergessen. Wie man mich kennt. Ach, hier haben wir noch Holz. Alter. Hier werde ich eh nie wieder herkommen. Das nehme ich mal sicherheitshalber mit. Hier haben wir alles rausgenommen, genau. Von damals. Hier die eine Tür, genau. Aber habe ich denn keine Zäune mehr oder so? Ich habe mal damals. Aber. Echt keine mehr übrig. Alter, ich hatte doch mal damals. Habe ich damals mal sogar voll übertrieben und zu viele gemacht? Den nehmen wir uns auf. Für schlechte Zeiten. Sozusagen. Hier oben haben wir nichts, oder? Haben wir hier oben noch Truhen? Das weiß ich gar nicht. Schlafzimmer, Esszimmer, Kuchen, also Küche, Balkon. Na gut, wenn wir schon hier oben sind, dann. Bams. So, dann müssen wir uns nochmal welche machen. Oh, ich habe das Rezept gar nicht mehr im Kopf. Wie ist denn das nochmal? Ist es so und dann links und rechts? Okay, dann, ja, gut. Wie brauche ich denn? Oder mache ich das überhaupt in dem Holz oder mache ich es in dem dunkleren Holz? Fragen über Fragen. Weiß ich noch nicht. Ich würde sogar eher sagen, es wird mal zwischendurch dann auf jeden Fall nochmal uns der Aufgabe widmen, dieses Holz zu besorgen, weil im Provisorium konnten wir schon mal das Haus aufbauen, aber das andere Holz muss her auf jeden Fall. So möchte ich das jetzt nicht beenden, diese Baustelle.
So, dann können wir jetzt eigentlich im Prinzip sagen. So, hier ist ja noch keine Tür drin, genau. Na, komm, machen wir einfach mal provisorisch. Oh, dass man drei bekommt, ist immer auch so nervig. So, zack. Ich wollte glattes. Ah, scheiße, egal. Holen wir uns auch nochmal. Dann machen wir mal uns. Zack, zack. Vielleicht reicht ja sogar das. Und dann war das andersrum, genau, oder? Also brauche ich mehr Holz. Das war jetzt. Nee, das war so und so. Und dann hier in der Mitte, gell? Jawoll. Vielleicht lassen wir sogar das einfach so, weil das passt ja dann eigentlich auch so. Vom Farbdingens her würde es eigentlich ja. Das muss ich jetzt gerade mal überlegen. Eigentlich wäre es sogar noch besser, wenn wir hier drunter gehen, dann sehen wir das noch so ein bisschen halt aus der Perspektive. Ich glaube. Wir müssen das. Oder machen wir das so? Also, wir müssen auf jeden Fall nochmal eins nach. Wobei. Wenn wir eins nach außen gehen, dann würde ich. Gehen wir hier. Ne, ich würde dann mit dem noch eins reinrücken. So. So. Ich will hier gerade. Ob wir jetzt noch ein Dings machen oder ob wir hier irgendwas noch machen könnten, damit es irgendwie. Keine Ahnung. Wir machen einfach mal ein neues. Also, wie war das? War glaube ich so, gell? Ach scheiße, jetzt reicht es nicht mehr. Okay. Ach stimmt, weil es gibt jetzt auch wieder Zäune in verschiedenen Farben, weswegen das nicht mehr geht. Blöde Sache. Machen wir nochmal so eins. Nee, Boot will ich nicht. Ich will Zäune. So, dann könnten wir jetzt sagen, bam, machen uns das Feld leer, dann machen wir dann das Wasser herein und dann mit der, oh, das ist jetzt sinnlos, geht eh gleich wieder kaputt. Dann holen wir uns jetzt nochmal die, warte, was brauchen wir jetzt alles? Wir können jetzt erstmal die Tür, glaube ich, ablegen, brauchen dann noch, können wir die Zäune nicht verballern, so hier so. Yeah, voll geil. Pferd. Egal, wir holen uns erstmal einfach mal den einen Eimer. Dann brauchen wir noch glatten Stein, genau. Oh, dass wir Schienen nicht haben, wundert mich ehrlich gesagt, weil Schienen findet man irgendwie immer in so Spawner oder sonst irgendwas. Und ich dachte, vielleicht hätten wir auch bei unserer Tour, als wir schon einmal unterwegs waren und dann wieder nach Hause kamen, dass wir dann schon einen dabei hatten. Oder dass wir generell schon Schienen hatten. Ja, wundert mich, ne? Was brauchen wir noch? Oder was brauchen wir nicht? Je nachdem, wie man es sieht. Nehmen wir sicherheitshalber mal ein bisschen mit. Und. Ich bin doof. Ich bin heute irgendwie komischerweise ein bisschen abgelenkt. Also schlimmer als sonst. Wo war er? War hier unten, oder? Ja. Davon brauchen wir eh nicht viel. Wir brauchen davon drei Stück. Mal eins der Lieder, die ich neu reingemacht habe, glaube ich. Wahrscheinlich kam schon viel mehr und ich habe das jetzt als erstes richtig bemerkt. Ich glaube sogar, dass ich tatsächlich sogar schon viele vergessen habe. Ich glaube, irgendwie kann ich mich erinnern, dass schon mal einmal das lief oder so. Oder irgendwas in der Richtung. Ja. Das hier ist, falls ihr das nicht erkennt, aus Hearthstone. Was mir eigentlich auch mal zocken könnten nebenher, weil das daran bin ich jetzt auch momentan wieder ein bisschen.
so ein bisschen angefangen zu suchten. Früher hatte ich das mal auf dem Handy gehabt. Irgendwie, keine Ahnung, da war es noch, glaube ich, noch nicht so krass, nicht, also so in aller Munde so von jedem. Und hab's dann aber wieder runtergemacht, einfach weil es dann auf dem Handy so viel Akku gezogen hat, bei mir zumindest. Also ich hatte, generell hat mein Akku damals einen Schaden gehabt mit meinem alten Handy. Deswegen hatte irgendwie ein, ach, da waren diese Steine, wo dann darunter geht zu dieser Mine, genau. Na egal. Jedenfalls. Wie sieht das eigentlich aus, wenn wir jetzt durch das Fenster gucken? So, wenn wir jetzt hier rüber gucken, könnten wir sehen, wie es wächst. Wenn wir es. Wenn es zumindest ausgewachsen ist. Oh Gott. So. Ich würde sogar fast sagen, dass wir echt halt auf die Suche gehen nach diesem Holz, weil. Mich nervt es halt echt, dass es halt das normale Holz ist und ich eigentlich eher will, dass es das dunkle Holz ist. Weswegen wir nochmal gucken, ob jetzt schon wieder die Setzlinge despawned sind. Natürlich, ich muss echt bei dem. Oh, ich, jetzt mache ich einfach so einen Baum, die beiden Bäume hier, die müssen jetzt dran glauben. Ich will so viel auf einmal machen, dann schaffe ich nicht alles. Ja, nicht gut. Komm her, du. So, jetzt mache ich platt. Okay. Oh, vielleicht machen wir nachher nochmal. Also, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt heute vorhabe, Minecraft zu zocken. Ich will auf jeden Fall, heute war so mein Ziel, auf jeden Fall, weil das für mich so eine Baustelle war, die mich die ganze Zeit irgendwie ein bisschen geärgert hat. Weil die schon damals, als ich noch mit Mikasa drin war. Oder Mikana. Also, Nata, ne? hatten wir schon die Hütte angefangen und da hat sie mir auch noch nicht so gefallen. Gott sei Dank gestern halt vom also, Gott sei Dank in Anführungszeichen. Also gut für die Hütte war dann halt, dass sie halt eben, dass der Speicherstand dann verloren ging. Aber, ich hab sonst drei Sätze, sonst wird man immer zugeballert von einem Baum allein schon. Mit Setzlingen ohne Ende. Ich glaube, ich mache hier da auch noch zu, oder? Also das hier würde ich schon zumachen und das da. Dann würde ich vielleicht hier noch so. Ich glaube, ich hole nochmal kurz Erde. Das will ich jetzt nochmal kurz machen. Vielleicht könnte mir das hier richtig gut vorstellen, wenn wir das hier so ein bisschen einebnen. Oder vielleicht sogar hier runtergehen. Auf die Ebene. Das ist so richtig wie so ein kleines. Warte. Mal kurz gucken. So. Normales Dirt. Machen wir hier hin. Zack, zack, zack. So. Ich muss leider diesen Baum weghauen, der steht mir im Weg. Rechtfertigte er sich. Ich weiß nicht, also ich habe noch einige Spiele momentan auf der Liste, die ich mal Lust hätte mal zu streamen, weil ich habe ja auch Bock zu zocken. Ah, oh, diese Musik. Und während er das sagte, flog an ihm ein Flugzeug vorbei. Also jetzt in Real Life, nicht hier. Wäre schon krass in hier. Gut. Jedenfalls hatte ich noch einige andere Spiele noch auf der Agenda quasi, oder sozusagen, besser gesagt, die ich mal streamen wollte, weil irgendwie, keine Ahnung, ich könnte sie auch so spielen, aber ich denke mal, es könnte auch mal ein bisschen interessant oder auch witzig sein, wenn man dann eben halt die auch mal zeigt, diese Spiele. Weil es sind auch teilweise halt, also halt zum einen wäre es halt Hearthstone, das hatte ich auch nochmal im Kopf, vielleicht mache ich das auch noch heute Abend, ich weiß noch nicht wann oder wie ich das dann zeitlich machen würde. Sehen wir einfach spontan. Spontan mit vielen Ds drin. Oder was auch noch so Sachen wären, wie zum Beispiel Paint the Town Red. Für diejenigen, die es zum Beispiel kennen. Brauche ich nicht. Ein Abgang. Ah, hier ist ja eine Höhle. Ach, das ist das, wo das Pferd vorhin stand, ne? Ja, so teilweise. Boah, dich will ich tamen. So, hier runter, hier rüber, da, da, da.
Ich glaube, ich hole mir erstmal aber auch nochmal hier Erde, um das. Ich weiß auch nicht, wie, inwiefern ich das jetzt. Ich glaube, ich mache das hier direkt hier ab da so leicht rund. So. Weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Egal, wir haben schon mal ein bisschen was hier gemacht. Wobei, ich mache das hier unten auch noch zu. Das sieht. Also, ach, nee, das war ja noch die Ebene, die wir weghauen. Also, zumachen wollten. Das brauche ich auch nicht. Dann machen wir mal hier einen hin, dann machen wir noch hier einen hin, machen hier einen hin, da und da sowie da einen hin. So. Out of Setzlinge. Auch noch den Baum weg. Dann gehen wir mal schnell schlafen. Wieso sehe ich eigentlich gerade mein Dings nicht mehr? Bei mir sagt er, nimmt es auf, aber ich sehe gerade. Entschuldigung. Moment kurz, ich muss mal kurz gucken. Weil ich sehe gerade rechts, also ich habe mal wieder die Vorschau kurz mal angemacht, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Aber gerade. Da, jetzt ist wieder das Bild wieder da. Bei mir war das Bild eben gerade einfach nicht da. Komisch. Chat-Dings, da, das ist das. So, muss ich kurz mal noch kurz überprüfen. Wie ist das? Alles gemacht. Das mal wegklicken, weil hier sind so viele Sachen gerade auf dem Bildschirm. So. Wobei, das kann eigentlich sich von selbst kurz mal verabschieden. Währenddessen gehen wir mal schnell schlafen. Das müssen wir auch noch wegmachen. Völlig vergessen. Genau, dann würde ich sagen. Bereiten wir uns mal vor auf eine kleine Spritztour. Mit Spritztour meine ich. Boah, wir könnten es ja richtig jetzt so. Wie soll ich sagen? Also, ich wollte gerade sagen, so von wegen, ja, wir könnten jetzt halt mit Koordinaten, also dass ich mir quasi jetzt hier die Koordinaten aufschreibe, hier bla 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 bla, wo wir halt eigentlich leben. Und dann machen wir uns auf. Aber wir könnten es jetzt noch richtig so. Wie soll ich sagen? So richtig. Roleplay, sag ich jetzt mal, oder Roleplay, besser gesagt, mäßig sagen und dann sagen, okay, komm, wir machen jetzt ein Buch, wo wir reinschreiben können, dann schreiben wir da die Koordinaten auf. Das glaube ich sogar eigentlich ganz gut, weil dafür, dass wir halt hier in der Stadt leben, größtenteils, wäre es halt schon gut, wenn wir auch immer so ein Buch dabei hätten oder sowas, wo wir halt immer die Koordinaten dran stehen. So, jetzt wollte ich irgendwas, den wollte ich nur mit reinmachen, verdammt. Ah, ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn wir hier unterwegs sind, aber ich bin irgendwie trotzdem irgendwie voll abgelenkt. Vielleicht machen wir auch dann einfach so, nachdem wir mal noch mal kurz unterwegs waren, einen kleinen Cut, beziehungsweise halt machen halt eine kleine Pause von ein paar Minuten und spielen ein paar Runden Hearthstone. Ich habe irgendwie gerade auch recht Bock auf Hearthstone, muss ich sagen. So, als ich drüber nachgedacht habe. Essen müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil ich würde danach dann auch gerne wieder die Monster anmachen. Das heißt, ich brauche wieder Schwerter. Das heißt, ach komm, ich mache einfach mal 4 Steinschwerter, dann müsste eigentlich auch reichen. So. Heißt Bams. Heißt 1, 2, 3, 4. Müsste reichen. Da holen wir uns noch die Rüstung, die wir noch haben. Holen. Essen müsste eigentlich, müssten 1 der Karotten reichen. Ich will jetzt nicht so wirklich krass so was wollte ich sagen, ich wollte jetzt keinen so ewig weiten Spaziergang machen, so in der Größe wie das letzte Mal, halt so eine, ich sag jetzt mal eine Map-Größe weit weg. Das wäre aber auch das Maximum, glaube ich. Einfach mal da hinten in die Richtung sprinten, sehen, was es so gibt. Oh, sprinten. Also, ich denke gerade wieder weiter, als ich eigentlich gerade rede, wahrscheinlich. Aber mir ist da gerade was eingefallen. Hehehe. 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 Haben wir hier noch
Jawohl. Auf einmal, dann nehmen wir gleich. Warum gammelt denn das hier drin rum? Ach egal, wobei. Dann packen wir es gleich da wieder zurück. Du kommst mit. Hier haben wir noch einen Apfel, dann können wir auch noch Weizen mitnehmen. Wir ballern nicht. Generell können wir nochmal Dings mitnehmen. Ach, Entschuldigung. Das mitnehmen. Ich glaube, das frisst er nicht. Nehmen wir noch ein paar Äpfel mit. So, 5 Äpfel. Also, wenn er es halt nicht mehr das andere Zeug nimmt. Ich hole mir jetzt dieses stattliche braune Pferd. Das braune Ross. So. So, Holzfäller sind wir dran. Veredler, das kommt irgendwann noch. Bibliothek und so weiter. Monsterjäger. Das stimmt, das könnten wir irgendwie. Vielleicht können wir das Haus ein bisschen umgestalten zum Monsterjäger. So, dass wir dann oben so wirklich so Truhen hinmachen, so von wegen, yo, hier. Warte mal, was will ich jetzt hier? Genau. Bams, bams, bams. Bam, bam, bam. So, das wollte ich nämlich machen. Dann Pferd. Das war mein Ziel. Ich sehe es. 12 Uhr. Attacke. Zugriff. Los, los, los. Nee, pass mal auf. Hier. Nein. Hä, wieso? Und der hat kein Zucker? Hallo? Nur noch, nur Weizen? Nee. Und da auch nicht. Mit. Und die Samen vielleicht? Ich will halt die Äpfel noch nicht so verballern. Okay. Weg mit. Und dann trainieren wir halt erstmal den so an, weil ich will jetzt die Äpfel noch nicht so verbrauchen, ehrlich gesagt. Oh. Schon antrainiert. Lief doch gut. Oh, noch einer. Warte mal, da haben wir doch noch was. Oh. Oh. Beautiful. Oh. So, dann noch einmal kurz F3 und die Koordinaten machen wir uns mal ganz gewitzt. Ich weiß, kennt man nicht von mir. Gewitzt mit mir in einem Satz, kennt man nicht. Vielleicht noch mit dem Nicht davor. Einmal kurz schnell ein Foto mit dem Handy gemacht. Ja, schön verschwommen, dass man es auch nicht erkennt. Nee, alles gut. Und dann würde ich einfach mal sagen, rennen wir, beziehungsweise reiten wir mal in die Richtung hier hinten. Ich sehe schon kommen, ey. Rüstung weg, Pferd weg, Sattel weg, Robins, komplette Ausrüstung, Nummer 2, alles weg. Hier ist nicht so gut. Gehen wir mal hier entlang. Bam, bam, bam. Dein Ernst. Dein fucking Ernst. Sorry, Leute. Aber ich renne in die Richtung. Weißt du, ich weiß nicht, wieso ich damals gesagt habe, okay, ich renne jetzt nicht in die Richtung. Wahrscheinlich, weil ich jetzt schon mal das Dorf aufgedeckt habe und so weiter. Ich wollte halt gucken, was in der Richtung ist. Aber ich renne da hinten mindestens eine halbe Stunde. Vielleicht auch länger. Entlang. Find nicht mehr zurück. Sterb, ey. Und dann ist hier. Katzensprung entfernt, direkt so ein Wald mit dem Holz, was ich suche. Alter. Alter. Minecraft hasst mich, ey. Was hab ich denn nur getan? Da ist es. Das müsste ich doch gesehen haben, dass hier so ein Wald steht. Warum wusste ich denn das nicht mehr? Oder vielleicht habe ich es auch echt nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Aber Alter. Da hinten ist wieder schon, da ist schon wieder Savanne. Da hinten sieht man sogar hier schon am Horizont, dass da wieder Savannenberge kommen. Muss. Okay. Ich habe meine Axt dabei. Yo, direkt alle versammelt. Wir wollen auch Party machen. So, alles klar. Dann würde ich sagen, wir steigen hier ab. Und zerlegen jetzt erstmal den Wald. Das ist echt... Ich feiere es und verfluche es gleichermaßen gerade.
Unfassbar, ey. So, Pferd. Stirbst mir nicht. Bitte. So, da hauen wir auf jeden Fall jetzt mal so guten Stack auf jeden Fall mal weg. So, dass wir auf jeden Fall genügend Setzlinge bekommen, dass wir es auch drüben anbauen können. Hier lassen wir auch alles leben, weil wenn wir da jetzt nicht alles finden bei uns in der Nähe, was wir bräuchten zum Anzüchten, also zum Hochzüchten vor allem, müssen wir halt alles hier herholen. So. Ich frage mich, ob wir... gerade wenn ich hier wieder so normalen Boden sehe und hier gerade das Holz auch irgendwie so. Bei dem Holz, wenn ich hier so ein, also dieses Biom sehe, mit dem dunkleren Holz, so diese Tundra, glaube ich, wird die genannt. Steht das nicht sogar mal hier drin? Ja. Ne, Biom Tiger heißt das, okay. Geh mal weg. Danke. Da habe ich immer sofort irgendwie so das Bild von einem großen Schloss hier drin, irgendwie. Ich weiß es nicht. Also so halt so richtig so mittelalterliche Burg, so, keine Ahnung, was da alles drin ist, hier hingesetzt. Und dann ist gerade die Überlegung für mich so, ziehe ich sowas im Stream durch? Das ist halt so eine Frage, die ich... Alter. Wollte mich das Schwein einfach mal wegdrängen. Aber ich habe zurückgedrängt. Alter, das Pferd rennt immer in meiner Richtung rum. Voll witzig. Nicht. Bam, bam, bam. So, daraus wird nix. Ist auch okay. Die Karte war auch dann, muss man auch mal so sehen, die Karte, die wir uns ja dann halt beim letzten Stream gemacht haben, die dann auch halt mit unserem ganzen anderen Equipment halt gestorben ist, also kaputt gegangen ist, war ja auch echt halt so richtig so gegen uns gestellt. So, weißt du, die hat natürlich auch genau den Winkel genommen von dem aus, wo wir halt eben nicht diese Ecke hier sehen konnten. Alter. Stell dir mal vor, das wäre jetzt genau die gegensätzliche Richtung gewesen, also quasi, dass wir das von der Karte gesehen, wir an der links unteren Ecke gewesen wären. Da wären wir ja sofort hier oben hingekommen, hätten dann sofort das gefunden, alles wäre cool. Und wir wären vielleicht sogar nicht gestorben, wenn wir sofort wieder nach Hause gegangen wären. Das ist Schicksal, Leute. Das ist richtig so... Das ist halt Karma. Einfach Karma. Ich würde sagen, wir haben noch den... warte mal. Jetzt ist Nacht. Ich würde sagen... Okay. Ich würde sagen, wir hauen mal kurz hier ein bisschen ab. Gucken, erkunden aber noch ein bisschen mal hier so die Gegend, weil wer weiß, was diese Welt noch für uns zu bieten hat. Haufenweise Schafe hier, Spinne. Alter, das Biom ist riesig. Das Biom ist mal mega. Und hier sieht es auch echt geil aus, weil hier so voll viele Berge ist. Okay, Spinne, du lässt mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe, wir sind alle glücklich. Warte, dann gehe ich mal kurz geschickt da entlang. So. Oh, fuck. Alter, der Pfeil hat mit trotz Rüstung ein Leben weggemacht von dem Pferd. Dein Ernst? Kann ich dem das so geben? Nee, so kann ich dem das auch nicht geben. Kann ich ihm Weizen geben zum Hochhealen? Jawohl. Nice. Okay, Weizen, bla. Da hinten ist normales Biom. Hier ist alles normal Biom. Oh, Hilfe. Weg! Oh, hier ist noch ein Dorf. Natürlich, ist hier noch ein Dorf. So eine Schlucht natürlich jetzt auch sehr fatal, ne? Fällt mir gerade so auf. Und dann so, nö, platsch. Hier sieht's... Hier sieht's echt schön aus. Hilfe. Nein. Oh nö. Ich verfolge mich immer noch. Und zack. Ausweichmanöver.
X12. Jeder für sich. Verdammt. Oh, 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 oh. Lass mein fucking Pferd in Ruhe. Geht's dir gut? Hm, guck mal, hab's geschafft. Gut, wir gehen jetzt mal. Oh ne, das ist auch nicht schön. Das ist auch nicht schön. Das ist alles nicht schön. Wir gehen einfach durch die Mitte. Zack, 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 zack. That moved up. Ja. Und. Ah, schade, das geht nicht. Er schafft 2, aber mehr schafft er leider nicht. So. Boah, ich möchte mal gerne jetzt mal kurz die. Ich wollte gerade sagen, Randomness. Mal hochsetzen. Ne, nicht zu viel, dass mir jetzt hier irgendwas abschmiert. Ich will mal kurz gucken, was hier in dem Gebiet. Das ist natürlich auch hier. Also hier was zu bauen. Eignet sich halt auch extrem geil, weil wenn du hier stehst, dann hast du hier dieses riesige Gebirge vor dir. Ist auch sehr beeindruckend, finde ich. Wenn du dann hier zum Beispiel irgendwas baust, hier alles natürlich zumachst, ein bisschen halt ebnest, also halt nicht zu sehr, dass halt alles platt ist, sondern halt so hier ein paar Hügel bzw. leichte Anstiege, ein paar Versenkungen und Täler wieder, also Täler im geringsten Sinne. Und halt, wenn du dann hier rausguckst, ich weiß nicht, was man hier großartig bauen könnte, vielleicht Bauernhof oder sonst irgendwas. Also Bauernhof im großen Stile. Und dann da hinguckst du, das könnte schon extrem geil aussehen. Die haben da eine Party am Laufen. Hm. Jawoll. Hilfe. Dann laufen wir jetzt mal nach da hinten hin, weil ich sehen will, was da. Oh, hi Spinne. Was da so brennt, wahrscheinlich Lava, aber vielleicht sehen wir von da aus wieder was ganz anderes, was viel cooleres. Hoho, hoho. Weg. Nein, komm schon. Jawohl. Ja, ja, ja. Okay. Und. Okay. Warte, wir schaffen das zusammen. Nur Mut. Du brauchst nur Mut. Komm schon. Wir schaffen das gemeinsam. Ich bin da. Ich bin da. Na los. Alter, das ging mal früher viel einfacher, die Tiere durchs Wasser zu schieben. Komm schon. Ja, ja. Weiter, weiter. Jetzt da raus. Du willst auch ins Land. Jawohl. Weiter geht's. Mal gucken, was hier noch so auf uns wartet. Das könnte natürlich auch noch interessant werden, was hier noch lauert. Das ist das Einzige, muss ich auch sagen, was mich an unserem Zuhause, sag ich mal, stört. Und zwar ist es halt einfach das Biom, weil halt dieses dieses Savannending mit diesem, ich sag jetzt mal, Ödnis-Feeling-mäßigen. Oh, nee, war nicht so tief, okay. Halt mit diesem Ödnis, braun-orangenen Boden ist halt mehr so voll der, ich sag jetzt mal einfach nur Abfuck, weil wenn du halt so einen saftigen Wald halt da hinstellen willst, dann hat er dann diese komischen braunen Blätter und alles und da, Alter, kommt der nächste Riesenberg, ey. Aber mit Bergen haben wir es ja echt ziemlich, also vor allem von der Ferne aus sieht es halt so mega so. Warte mal, wo gehen wir denn jetzt hier am besten rüber? Da war ein Creeper, nehmen wir mal hier. Okay, Hilfe. Oh, oh, ich muss ihn weglocken. Pferd, alles okay. Ich glaube, ich nenne Schimmel. Ja, full alive. Wie sieht die Rüstung aus? Ah, die hat, nimmt die keinen Damage? Wäre geil. Boah, ich will. Ich, weißt du, also wenn du jetzt, wenn man dann hier so geile Orte sieht.
dann denkt man sich so, boah, hier so in der anderen Stadt aufhören, hier direkt die neue Stadt aufbauen. Könnte man eigentlich sogar fast machen, da könnte man so die andere Stadt so ein bisschen runterkommen lassen, mehr halt diesen bemoosten Cobblestone oder so nehmen, dass es so ein bisschen runtergekommen aussieht und so. Und der hat eine Schaufel, dann gehe ich mal weg. Und okay, kein Fallschaden, sehr schön. Dass es halt so ein bisschen nach Ruine aussieht, das wäre dann halt noch eine Möglichkeit, aber so viel Zeit und Arbeit, wie ich jetzt da schon in dieses Drecksloch gesteckt habe, da fällt es mir echt schwer, einfach sagen zu können, nö, kein Bock mehr, lass uns da wieder hingehen. Hilfe. Warte, lass mich hier nochmal kurz hoch. Und hier so und dann zack. Jawohl. Warte. So. So. Jawohl, wir sind oben. Okay, da brennt was weg. Ist okay. Das sieht auch extremst geil aus, einfach hier das Gebiet. So mit haufenweisen Gebirgen ist schon mega. Ich sag jetzt mal unattraktiv fürs Bauen her gesehen. Also du wirst halt hier nicht irgendwie jetzt anfangen, da ein Haus zu bauen, hier drüben ein Haus zu bauen und die irgendwie zu verbinden mit irgendwelchen Hängebrücken oder sowas. Also, jetzt wo ich es sage, könnte man sich eigentlich schon vorstellen. Aber halt das Ding ist halt, das ist halt mega geil einfach als, wenn du halt jetzt hier zum Beispiel irgendwie was bauen würdest, keine Ahnung, irgendwas Größeres, vielleicht hier zum Beispiel, hier genau hier, wo das Wasser eigentlich ist, machst du jetzt hier eine Burg hin, eine riesige, die vielleicht bis, die Außenzinnen quasi bis hier hochgehen, wo ich stehe, dann hast du von hier oben so einen Blick auf die Berge, also es könnte schon echt ziemlich geil aussehen. Und im Hintergrund so eine Dattelmusik so. Die natürlich meine Begründung, mein Statement, meine Argumente alles natürlich sehr gut unterstreichen. Dindelinnen! Naja, ich denke mal, das Ding ist angekommen, was ich vermitteln wollte. Okay, wieder Ruckler, das heißt auf jeden Fall, wir gehen wieder runter. Warte, nein, falsch. Gehen mal auf 18. 18 ist gut. Erstmal kurz 360 machen. Alter, hallo? Okay. Hunde! Ist das Glück auf meiner Seite? Ist das Glück auf meiner Seite? Und dann auch noch das Wolf Mine, ey. Komm. Hey. Wollen wir Freunde sein? Verdammt! Jetzt habe ich. Nee, ich will Hunde. Wir suchen uns jetzt eine Höhle. Ich hab's mir anders überlegt. Tschüss! Warte, hier. Nein, ich komme hier nicht raus. Wo ist er? Hallo? Da. Oh. Blumen. Noch mehr Blumen. Andere Blumen. Aua. Stattliche weiße Rösser. Mitnehme. Nee, Quatsch. Oh. Oh. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh nein. Kann ich es ja gut machen. Geht doch. Hat er sogar zwei bekommen von mir, weil ich so gutherzig bin. Sagt's allen weiter. So, dann. Guck mal hier, Artgenossen. Also auch vom Fell her und alles, meinte ich diesmal. Alter. Rennen wir gerade wieder zurück zum riesigen Berg oder was ist das da hinten? Was kommt da auf mich zu? Jetzt kommt so von oben so eine Klaue. So, Godzilla! Alter, ist das ein riesiger Apparillo?
Ja, komm, 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 go. Jawohl. Wir haben eigentlich 6 Stück. Okay, das müsste eigentlich reichen, um dann den Baumbestand wieder herzustellen. Vor allem, wenn man halt dann ein Vierer-Stack macht. Das ist hier irgendwie gerade nicht so geil. Warte, schaffen wir das vielleicht von hier? Ne. Never. Komm schon. Ne. Ja. Das ist noch der letzte Schritt. Jawohl, jawohl. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es hilft, wenn man quasi aufsteigt und dann gerade diesen Auftrieb hat, dass man den nochmal richtig in die Richtung lenken kann. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Robins Pro-Tipp, habt ihr hier zum ersten Mal gehört? So, dann auch hier die mal mitnehmen ein bisschen. Aua! Wie habe ich denn jetzt bei dem einen Ding Schaden bekommen? Achso, bei der Holz, okay. Andere Blumen. Vielfältigkeit ist alles, was man braucht. So. Ich glaube, wir brauchen nicht mal so viele von den Blumen, weil ich glaube, wir können die mit Bone Meal, also mit Knochenmehl, multiplizieren oder sowas. Also auf jeden Fall halt mehr davon machen. Oh, da hinten. Alter, da kommt, hinten kommt schon wieder so ein krasses Gebiet, ey. Alter, die Map ist bisher echt schon so. So die eine Hälfte war halt echt so. Also die, in die eine Richtung, die wir für letztes Mal gelaufen sind, war so halt echt so. So für das, was wir halt wollten. An sich eigentlich mega für den Arsch. Aber an sich ist es ja auch ganz schön geil. Ganz schön geil gewesen, weil halt alles wirklich irgendwie so ein Mix aus Savanne und Wüste war. Es war nie irgendwie was, oder beziehungsweise nicht wirklich intensiv oder sehr stark irgendwas anderes, außer die bei. Alter, da hinten kommt schon wieder so ein riesiges Gebirge, ey. Leckt mich doch mal richtig hart am Sack, ey. Alter! Ich möchte hier was bauen. Hier sitzt, aber hier ist auch perfekt, irgendwie so richtig so, also es ist jetzt nicht wirklich eben, aber man könnte es halt machen und dann hast du hier halt diese Aussicht mit diesen, wenn du auf den Bergen jetzt noch irgendwas bauen würdest, so irgendwie so, hier ist so ein Wachturm oder sowas und dann verläuft da so eine kleine, muss jetzt nicht hoch sein, eine Mauer entlang, dann hier zum nächsten Turm. Aber vielleicht würde das schon wieder zu viel sein, vielleicht auch dieses Natürliche einfach da stehen lassen, vielleicht nochmal so einzelne Bäume da oben hinstellen, das könnte vielleicht auch schon was draus machen. So viele Ideen. Und alle tendieren dazu, unsere Stadt zu verlassen. Aber nein, wird erstmal nicht passieren. Hoffe ich, glaube ich. Ich glaube, wir sollten uns langsam wieder mal auf den Weg zurück machen. Glaube ich. Stimmt, wir könnten echt mal so ein Buch gebrauchen. Mit so. Ist das mit so Stuff, der halt draufsteht, weil dann könnten wir halt so aufschreiben, so Orte, wo wir halt nochmal hingehen sollten. Also für so eine zweite Meinung. Wegen halt, ob man vielleicht irgendwie wo mal was aufbaut. Und dann, ich weiß nicht, wie gut es momentan jetzt auf der 1.10 das Portalsystem funktioniert, aber vielleicht kann man das irgendwie auch mit Portalen verbinden, damit auch der Weg nicht so ewig lang ist. Oder vielleicht macht man einfach so ein Portal in der Stadt irgendwo hin. Vielleicht am besten wäre halt echt, wenn man sich so eine Kirche oder irgend sowas baut. Ich will damit jetzt irgendwie keine Religion irgendwie andeuten oder sowas für die Kirche. Aber es wäre halt geil, wenn man halt quasi in die Kirche quasi so alles so ein bisschen so, ja, ja, alles im Einklang, bla. Und dann unter der Kirche so quasi so ein satanistenähnliches Ding hinbaut und dann halt das Portal mit da reinzieht. Das wäre halt sowas. Das sieht auch geil aus. Einfach so dieses. Irgendwie habe ich jetzt gerade voll, als ich das gesehen habe, habe ich gerade voll von der Freiheitsstatue quasi den, ich glaube, das ist der rechte Arm, wo dann die Fackel hält. So, daran musste ich gerade denken, als ich den Berg hier gesehen habe. Als ob der Berg halt quasi diesen Baum einfach hält. So. Schön. Interessant. Pferd geht's noch gut, uns nicht so ganz, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Oh, und hier runter. Ich decke jetzt hier alle. Ich bräuchte so vieles hier in. Ich weiß noch nicht so recht. Also eine neue Welt hier,
Dings anfangen. Also jetzt hier woanders da was Neues beginnen, käme für mich noch in Frage. Aber wenn ich jetzt nochmal sagen würde, okay, ich fange jetzt mal komplett von Null an, also auch eine neue Map und sowas, dann würde ich gleich sagen, okay, dann können wir auch versuchen, ich wollte gerade sagen, WoW, Life in the Woods zu spielen. Ich weiß zwar nicht, ob es so vom Stream her klappt, weil viele Biome halt, selbst mein Rechner schon rumspackt, beziehungsweise rumruckelt und rödelt und so weiter. Oh mein Gott, ich kann nicht so durch, okay. Aber es wäre halt ein Versuch wert. Ich habe es ja noch nie wirklich getestet. Ich habe halt immer nur gesagt, okay, das wird wahrscheinlich nicht laufen, weil in vielen verschiedenen Biomen ist eben... Mir fällt gerade auf, dass ich gerade von meiner Idee, dass ich die Hunde tamen wollte, bin ich gerade sehr dezent abgeschwiffen, indem ich jetzt schon mehrere hunderte Kilometer von denen weggeritten bin. Ja, gut. Egal. Nee, jedenfalls, weil ich habe den Faden verloren. Wo bin ich hier? Ja, versuchen wir jetzt erstmal wieder nach Hause zu kommen. Ich glaube, es war in die Richtung. Versuchen wir es erstmal so auf eigene Faust. Vielleicht sehen wir auch zwischendurch etwas Neues. Okay, das war mir klar. Aber wenn das Pferd wieder da oben ist, können wir jetzt schieben. Warte, kann ich es mit Springen eigentlich an Dings halten? Man kann tatsächlich... Kann man mit dem schwimmen? Nee, kann man nicht. Hm. Ist es die richtige Seite noch? Ich hoffe mal, ja. Komm. Go. 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 Oh, komm. Das war... Oh, okay. Alles klar. Ich habe gerade so nicht gesehen. Ich dachte gerade so, hä, wieso? Alter, wir sind gleich oben. Jawohl. Jetzt hier rüber. Zack, zack, zack. Und oben. Faden verloren. Jedenfalls, ja, also... Ich weiß noch nicht. Vielleicht manchmal irgendwie mal später irgendwann... irgendwo, ich weiß es noch nicht so wirklich, wo genau, eine Umfrage oder vielleicht irgendwie bei einem Stream. Wenn mal ein paar da sind. Oder vielleicht mache ich es auch einfach auf eigene Entscheidung. Ich meine... Wenn wir vielleicht die Stadt irgendwie mal so... aufs Gröbste vielleicht fertig gehabt, gehabt oder gemacht haben, so. Ich guck mal, oder ich halte mal kurz mal mein Bild hier mal zurecht. Wo die Koordinaten sind. Okay, wir sind bei minus 1000 und unser Dorf ist bei 127. Alles klar, wir könnten bei. Und, warte mal, wie ist es? Y, Z war da, glaube ich, springen, gell? Ne, Y war springen. Höhe meine ich gerade, sorry. Das heißt, wir müssen auf 15. Und da sind wir bei 600 noch was. Alles klar. Oh, oh. Also wir müssen auf jeden Fall schon mal in die Richtung. Das ist mir schon eigentlich bewusst. Ich habe irgendwas eingesammelt. Interessant. Warte, hepp. Und hepp. Und hepp. Okay, alles klar. Hepp, hepp. Dadadad. So. Oh, oh. Hi. Hi. Okay, die Creeper sind anscheinend noch so stoned, dass sie nicht mehr erkennen, wenn der Gegner vor ihnen steht. Wenn man schnell genug an ihnen vorbeireitet, zumindest. Also wir sind auf dem besten Weg schon mal bei Z. Aua. Autsch. Wieso krieg ich eigentlich ich Schaden, aber... Das oh. 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 Mini-Zombies. Schnell. Oh, jetzt ist aber hier das Aufgebot da. Oh, hier komme ich nicht durch. Oh, hier komme ich auch nicht durch. Hilfe. Wir müssen sie vom Pferd hinunterschlachten. So Drive-by-Kopf abhacken. Hier hoch, zack, jawohl, wir sind sicher, glaube ich.
So, wir sind jetzt aber in die Richtung. Okay. So, so. Go, go, Power Rain. Nee, irgendwie nicht. Habe ich nie wirklich früher geguckt oder gemocht oder. Hier. Das habt ihr davon. Aua! Hilfe! 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 So. Warte. Oh. Oh, unter mir wäre, glaube ich, eine Höhle oder so. Warte, warte. Dann ist da ein. Oh, da ist ein. Oh, oh. Hier sind Hunde. Warte. Das muss ich noch schnell. Alles ein. Alter, die haben ja komplett geschlachtet. Eine komplette Herde haben sie auseinandergenommen. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Wo ist ein Skelett? Skelett, komm schon. Spielt doch einmal mit. Oh, ich bin schon viel zu weit von unserem Pferd weggelaufen. Warte. Hier ist nochmal andere Wolle. Hier ist nochmal das. Da ist unser Pferd, alles klar. Da ist noch mehr Wolle. Jawoll. Alles schön mitnehmen. War ich nicht. Kann mich auch keiner anpissen, dass ich irgendwie Tiere geschlachtet habe. Oder was? Oh, da war er. Okay, jetzt muss ich zwischendurch mal kurz ein bisschen was fressen. Und das da, fressen. Pferd. 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 Pferd, ich sehe dich. Wie viel Knochen? Ein. Wir können ja gucken, ob wir vielleicht mal den Lucky Strike haben. Und bam! War ein Ernst? Alter. Krass. Wir brauchen noch mindestens noch ein Hund, damit wir halt auch die paaren können. Also dementsprechend halt eine Armee aufbauen können. Los, Hund. Attacke. Sehr schön. Braves Bauwa. Attacke. Warte. Ja. Wo ist er? Hä, wieso greift er den an? Der hat mich gar nicht angeschossen. Warte. Hat... Skelette haben Angst vor Hunden? Ich meine, das ist irgendwie witzig, weil... Besteht halt aus Knochen, ne? Aber, dass sie daran gedacht haben... Hunde vertreiben jetzt also quasi Skelette und Katzen Creeper. Den Zusammenhang kenne ich noch nicht, aber ist bestimmt... Alter. Oh. Die zerfetzen einfach freiwillig... Oh, die sind in einem anderen Motor. Oh, oh, hi. Na du? Soll ich dir mal Hunde? Hilfe. Leck. Das nehme ich mit. Oh fuck, ich habe schon wieder mein Pferd allein gelassen. Aber es war irgendwo da, glaube ich. Das ist meiner? Komm schon. Gib mir doch einmal Knochen, ey. Verdammt nochmal. Oder vielleicht zweimal wäre auch nicht schlecht. Oh. Die Beute, sie ist da. Jawohl. Auf ihn! Zur Jagd! Zur Jagd, los Hund! Ich sehe nicht, Hilfe! Da ist noch einer! Zur Jagd! Hey, jetzt! Kurz das Pferd hier lassen. Da! Oh, schon wieder keine Knochen! Ich glaube, wenn der Hund angreift, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die daran auch gedacht haben, aber. Ich glaube, wenn der Hund das Skelett tötet, dann... Vergiss, was ich gesagt habe. Dann sehe ich jetzt direkt immer, wenn ich genug Knochen habe und... Bam, 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 aua. Okay. Hund, attack. So, Pferd, renn nicht zu weit weg. Das ist Krieg. Hallo, ist mein... Oh oh. Witch.
Bevor er jetzt mir noch aber abkratzt, erstmal Power Up. Oh Mann, dieser Roundhouse-Schlag fuckt meinen Hund immer so mega ab. Jawohl. Yo, entspann dich. Ich krieg einen Bogen, aber keinen. Warte, wir gehen erstmal zurück zum Pferd. Denn. Du bist mal, Bäcker. Oh, dass ich jedes Mal meinen verdammten Hund treffe. Also nicht meinen verdammten, meinen tollen Hund. Oh. Hey, 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 hey. Treffe ich dich? So. Jetzt auf zum Pferd und uns ein zweites Hundilein besorgen. Auf ihn! Willst du nicht? Tierfight! Alles klar, geregelt. Hunde. Och nö. Oh, das ging schnell. Nee, jetzt sollst auf. Nein. Aufstehen. Wer will auch noch einer meiner tollen, großartigen Armee werden, die aus zwei Hunden und einem Pferd bestehen? Das nicht mal mit mir hinterher rennt, sondern einfach davonläuft? Keiner? Verdammt. Da war was. Was weiß es. Es war ein Creeper! Hund! Attacke! Ah. Läuft doch gut. Wenn ich jetzt noch einen finde und der auch noch hier so. Komm schon, komm schon. Jetzt schlachtet mir nicht das Schaf einfach so ab, nur weil ihr Bock drauf habt, ne? Ups. Weiter geht's. Oh, hier hätte ich beinahe vergessen, das holst du mir auch noch mit, weil das haben wir auch nicht bei uns vorrätig. Ah, da bin ich hier beinahe dran vorbeigelaufen, weil ich irgendwie gerade voll in den Modus habe zu Hause. Oh, ey, Gott sei Dank. Weil ich habe mir gerade schon bei dem Pilzbiom so gedacht, so. Hm, ist es vielleicht so dieses Schwarzeichenholz? Keine Ahnung, wie das bezeichnet wird. Oh, Alter, da wäre ich jetzt beinahe dran vorbeigelaufen, ey. Mal kurz hier das weghauen. Bams, bams, bams. Komm. Zu mir. Und ich würde mal sagen, wenn wir dann wieder zu Hause sind, würde ich sagen, machen wir mal kurz einen Cut, beziehungsweise eine kleine Pause. Und wir haben noch eine Axt, oder? Und ich glaube, danach spielen wir mal ein bisschen Hearthstone. Gerade die Musik von Hearthstone macht mich so ein bisschen scharf aufs Spiel, deswegen. Brauche ich gar nicht erstmal anfangen zu erklären, was ich bei der Bucke von Skyrim denke, aber na gut. Das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Ich muss warten bis Freitag, dann darf ich wieder. Oh, Freitag, ey. Leute, Freitag. Da unten sind noch so türkise Sumpf-Orchideen-Dinger. Wie viele haben wir jetzt davon schon? Haben wir nur drei erst. Dann hauen wir noch den Baum weg. Dann haben wir's, glaube ich. Vielleicht hauen wir nochmal so ein paar von den Sprucewood? Ja, genau, Sprucewood. Ja, gut. Nochmal ein paar Bäume davon weg, damit wir auf jeden Fall
genügend Stuff haben. Also genügend Setzlinge natürlich, ne? Ich glaube, ich baue hier gerade viel zu viel von dem Holz ab. Glaube ich. Warte mal, wo ist eigentlich mein Pferd? Sehr gut. Das despawnt ja auch noch alles. Aber wenn wir das alles haben, dann reicht es aber auch. Dann können wir das erstmal irgendwo einlagern, einspeichern, was auch immer. Augen brauche ich keine, Samen brauche ich keine. Den Knochen nehmen wir uns auf, falls wir uns noch einen Hund finden. Uns irgendwo anlachen. Aber das Biom mag ich zum Beispiel auch, weil hier einfach wirklich das so richtig saftig dunkelgrün alles ist. Nein, das ist Sumpf. Oh gut, sogar geschafft. Okay, das nehme ich noch alles mit. Weißt du, jetzt finden wir, auf der Reise, jetzt sind wir einfach mal nur genau in die gegenteilige Richtung gelaufen und jetzt finden wir alle Biome, weißt du? Es ist, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich eher lachen oder eher weinen soll. Gut, so schlimm ist es jetzt nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber im Prinzip, der ganze Spaziergang war ja eh schon Win. Wow, nein! Okay. Der letzte Spaziergang war eh schon quasi völlig für den Arsch. Und jetzt so ist halt, ja, da guckst du, ne? Ihr könnt eigentlich mal schon mal, während ihr hier rumgammelt. Ja. Du bist zwar allein, aber das ändern wir noch. Warte mal, Mikrofon habe ich gerade ein bisschen hochgemacht, aber ich muss da ein bisschen Tick wieder runter machen. Sonst stört es mich. Auf was liegt denn? 16, okay, das reicht auf jeden Fall. Dann würde ich gerade mal sagen, Pferd. Aber guck mal, wie es versucht zu flüchten, ey. Skyrim, ich komme. Freitag. Wir haben heute den. Dienstag. Jetzt kann er das nicht mitnehmen, weil ich anderen Shit dabei habe. Wie das da? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Da nehme ich noch hier dies, das auf. Was noch so anfällt. Und ich hoffe jetzt noch nicht, dass ich irgendwie mein Pferd selber in die Klippen stürze. Das wäre natürlich halt obergeil. Noch so schön nah an der Klippe aufhalten, dass die Hunde auf jeden Fall sich alle in den Tod stürzen. Ja. Hilfe. Könnt ihr mal nicht in meinem Weg stehen? Ja? Jawohl. Okay. Jetzt könnt ihr ruhig da stehen, wo ihr wollt. Ich hab das, wofür ich hier bin. Ach scheiße, das kann ich ja nicht einsammeln. Warte mal, wofür schmeiß ich das weg? Black Pool. Und weg. Ey, jetzt, Leute. Ich hab mich auch alle lieb, aber irgendwann ist auch wieder gut. So, zack. Nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Ich habe das immer früher gerne benutzt, einfach zum praktischen Sinne her, für Beete. Dass man quasi so die komplette Fläche des Getreidefeldes oder was auch immer halt quasi begehen kann und dass auch keine Items reinfallen, weil das hat mich am meisten immer genervt. Wenn ich quasi irgendwo meine Nischen habe vom Wasser und dann immer die Items da reinfallen, also das Weizen oder die Samen oder auch immer. Und deswegen machen wir gerade einen halben Stack voll und dann können wir gehen. Bams. So, Essen ist schon wieder down bei mir. Mal kurz tauschen. Pferd. In welchen unglücklichen Ort hast du dich jetzt schon wieder hingetrieben? Achso, da wo wir ausgestiegen sind. Ja. Unglücklich genug, hast du recht. Nee. In die Richtung. Okay. So, wir kommen jetzt hier drüber. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Hepp. Und hepp. Und hepp. Ist die schnellste Art. Wir müssen eh hier entlang. Wir müssen sogar laut Dingens.
Ist es richtig? Nein, das ist nicht richtig. Wir müssen in die Richtung quasi. Ja, und hepp. Ach, verdammt. Hat für den Sprung nicht mehr gereicht. So. Hepp. Und hepp. Und hepp. Hallo Kühe. Bitte sehen. Wie das jetzt aussehen wird. Nicht mal dieses Hinterherrennen oder so. Sie zucken einfach immer wieder so hinterher, so wie als ob die geportet werden. Also halt, die werden geportet, aber ich meine, sie sind gerade so ein bisschen so laggy-mäßig geportet. Wir waren auf 15, dann 100 irgendwas. Also können wir eigentlich schon fast in die Richtung straight laufen. Aber hier in die Richtung wird es. Ich muss kurz mal gucken. So. Ah, ich habe gerade die ganze Zeit was anderes gesehen. Da. Wollen wir in die Richtung müssen wir. So. Ich habe die ganze Zeit bei Facing North. Tower positive. Ne, jetzt ist negativ X. Hey. Oh, hier ist auch schön. Aber ich würde hier ungern. Oh. Warte, ich gehe seitlich. Seitlich läuft das Pferd langsamer. Ach, Hunde, das bringt euch doch nicht um. Oh. Der Fall wird immer. Warte, jetzt hier entlang. Zack. Und dann hepp. Leben noch alle? Ich zähle. 1, 2, 3, 4. Alles klar. Okay, wir laufen jetzt einfach mal hier in die Richtung. Okay, wir müssen in die Richtung. Ups. Ich wäre jetzt in die Richtung gerannt. Ach, hier ist es. Das eine Dorf? War das das von vorhin? Ich weiß es nicht. Ja, kommt aber langsam wieder in unser Setting. Wir müssen nochmal ein ganzes Stück so laufen eigentlich. Warte, dann laufe ich kurz mal hier rüber. Könnt ihr ja mal so lange mal ausmachen. Also wir müssen jetzt noch so rüber und dann nach dem Berg ungefähr können wir mal so leicht nach links gehen. Und dann müssten wir eigentlich irgendwie quasi schon da sein. So. Können eigentlich sogar mal so machen. Habe wenigstens nicht gesehen, wie ich mich zugefressen habe. Hilfe. Au. Hausen kriegst du erstmal eine ordentliche Ladung Heu. Und ich muss mal für die, generell für meinen Esel und für mein Pferd jetzt mal langsam mal einen Stall machen. Egal ob groß oder klein oder sonst irgendwas. Hauptsache etwas. Wäre schon geil. Sieht irgendwie aus, gerade so ein bisschen wie es früher war. So, also bei mir da. Ja, okay, da waren zwar nicht hier die Berge, aber hier, also quasi muss ich vorstellen, wenn. Hier, wo da hinten die Schafe stehen, steht dann so dieses Gemeinschaftshaus. Und dann ist hier dieser Berg, wo ich mir gedacht habe, dass da so eine Potzwilla hinkommt. Und dann geht's hier raus und ist links dann die Wüste. Und hier schon der Marktplatz und so. Sieht irgendwie voll ähnlich aus. So die Tatsache, dass das hier überall alles ein bisschen bergiger ist. Bergiger. Ist es etwa unser? Ist es unser? Könnte aber auch nicht. Könnte tatsächlich. Nee, ist das andere? Ist komplett anders. Ein komplett anderes Dorf. Wo bin ich? Bin ich so weit? Hallo? Oh, hi, Skelett. Tschüss, Skelett. Oh, warte mal, meine Hunde. Wo sind meine Hunde? Hunde. Portet ihr euch? Bitte? Da. Wieso habe ich nur noch einen Hund? Wow. Oh, die fighten gerade da hinten hart. Das ist gut. So.
So, dann können die mal hinterherkommen. Jetzt müssen wir doch mal leider mal gucken. Wir müssen in... Wir sind schon viel zu weit. Wir müssen eigentlich so in die Richtung. Oh. Warte. So müssen wir eigentlich laufen. Dann müssen wir ankommen. Ich laufe einfach mal schnell, damit meine Tiere auch wirklich gesund ankommen. So. Das könnte eigentlich schon der Berg sein, quasi wo... der mein Dorf quasi so ein bisschen vom Sandbiom quasi trennt. Hilfe. Okay, das sind alles meine. Also quasi, da gibt's, es gibt der eine Berg geht quasi so ums Dorf herum. Also quasi hier müsste eigentlich jetzt gleich mein Gemeindehaus erscheinen. So, hier so. Oder? Ne, dort Koordinaten eigentlich. Doch. Doch sogar tatsächlich so das, was ich meinte. Das, der Berg da, genau. Ja, entspannt euch mal. So. Aus, aus und willkommen zu Haus. Und jetzt zack, zack. Bam. Oh. Bam. Bams. Verdammt nochmal. Okay, jetzt kann ich nicht mehr machen. Sonst treffe ich meine Tiere und das will ich doch nicht. Alles für den Dackel, alles für den Club. Auf ihn! Oh nein! Tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe irgendwie das Gefühl, Creeper. Okay, hinterher! Jawohl. Ihr mega... Attacke! Ich halte ihn hin, Jungs. Attacke! Sehr schön. Warte. Oh. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle schön wieder auf Peaceful, denn wir werden das nächste Mal wahrscheinlich wieder im Haus weiterbauen. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal, damit wir direkt Nachschub haben, das hier anpflanzen in Form von dem. Wobei, wenn wir das so machen, dann machen wir es lieber an einer größeren Fläche und zwar hier. Pferd, das ist jetzt hier nicht so die beste Position. Hunde, das ist jetzt hier nicht so die beste Position. Warte. Achso, Monster sehen ja eh aus. Bam, 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 bam. Nee, bep, 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 bep. Perfekt. Hier. Le Bam. Dann nochmal alle verbrauchen direkt. Le Bam. Le Bam. Dann. Le Bam. Nee, warte. Dann packen wir das mal hier hin. Also das bleibt jetzt hier nicht natürlich, ne? Also nicht, dass wir jetzt hier uns irgendwie falsch verstehen und so, ne? Die packe ich jetzt nur hier hin, damit wir quasi nachher dann wieder Material haben, beziehungsweise halt wir hier raus Setzlinge bekommen und dementsprechend neue Sachen. hier habe ich nirgends so ein Bett. Ist ja blöd. Aber jetzt habe ich ja genügend Wolle wieder für neues Material, neue Betten. Entschuldigung, das kam aus dem Nirgendwo. Uah. Okay, dann würde ich sagen, packen wir erstmal das hier rein, dahin, um genau zu sagen. Das dahin, das kommt woanders dahin. Zucker können wir erstmal eigentlich hier reinpacken, das kommt dahin. Die ganzen Pflanzen und so weiter, das packe ich woanders da lieber hin. Strings und sowas kommt auch woanders da hin. Habe ich eigentlich schon vorhin schon quasi beendet. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe vorhin schon quasi beendet, aber habe jetzt einfach weitergemacht. Aber es gehört sich nämlich auch so, denn... Oh, warte mal. Das Pferd. Bevor es mir irgendwie einfach abhanden kommt. Heb, 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 heb. Oder es irgendwie im Baum festhängt später. Reinmarschiert,
Aua. So. Der Zoll, den ich jedes Mal dafür trage, dass du sicher bist, ist in meinen Kopf gegen den Balken zu ballern. Dann ist das hier schon mal sicher. Dann hier vorne haben wir nicht die Monsterkiste. Guck mal, da hast du einen Freund. Na, guck mal, da freut er sich schon. Die Monsterkiste ist die hier fürs Erste. Ach ja, ich hab kaum Knochen. Das ist da noch weg, das ist da noch weg. Und die Pfeile kommen hier rein. Zusammen mit den zwei Bögen, die ich jetzt wieder nichts an mitgeschleppt habe. Ich würde sogar fast sagen, warte mal, wir versuchen mal, den hier voll zu machen. Jawohl. Und ich glaube, das wird sogar auch noch klappen. Jawohl, zwei neue Bögen und nichts dafür habe ich gemacht. Außer meine Hunde auf ihr Lieblingsspielzeug loszulassen. Ist voll geil, diese Option jetzt, dass es das gibt. Wenn du einmal wirklich Knochen brauchst, dann gehst du einfach mal raus mit so einer Armee von Hunden, stellst dich so auf so eine Wüstenplateau oder sowas und dann lässt du einfach die Hunde ihre Arbeit machen. So geil. Mehr Wolle haben wir. Das kann wieder zurück eigentlich in die andere Kiste. So, aber wir können die Kiste zur Dekorationskiste umbauen, machen, Sachen lassen. Dann packen wir das Holz hinten in die Baukiste, also ich nenne es jetzt mal Baukiste. Und dann ist aber wirklich auch gut. Guck mal, haben wir die ganze Nacht durchgeschafft hier. So, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt noch dahin und das kommt so daneben. So, und das kommt hier, nee, das kommt über hier, nee, das kommt über hier. So, Erde, Erde und ich sag auch Ade. Also wie gesagt, eine kleine Pause. Wie sieht's aus? Wir haben 20 nach, deswegen würde ich sagen, einfach bis um halb, kleine Päuschen, ich nehme mal einen Schluck. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder und ich denke mal, wird Hearthstone sein oder Painted Town Red, irgendwas, worauf ich gerade einfach Bock habe. Deswegen vielen lieben Dank fürs Einschalten und für die in YouTube da draußen, vielen lieben Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute, macht's gut und haut rein.